Ja, Raff hat ja sein Release bekannt gegeben und es ist einfach krass, was die da gemacht haben. Also das hat denen auch 100.000 € gekostet, hat er selber verkündet. Da hat er 2 Stunden lang T-Shirts verteilt und Snippets. Und ja, am Ende wurde bekannt gegeben, wann sein Album kommen wird. Das ist der 1.11. Und dann, wann das Ganze endet, ist 2020. Ich denke, bis da macht er noch die Touren oder so. Und danach, ja, war es das von Raff. Wir schauen uns gleich mal das Video zusammen an. Es gibt noch ein Video, wo die ganzen Insta-Stories zusammengeschnitten sind. Das sind ungefähr 14 Minuten. Warte, ich suche es euch kurz raus. Raff Wien. Raff Wien. Hier. Riesenalbum-Ankündigung, Instagram-Story. Der hat das Ganze zusammengeschnitten, sind 14 Minuten. Gebt euch das mal. Ist echt geil. Also für alle, die es nicht gesehen haben, okay. Und ja, wie gesagt, am 1.11. kommt dann sein Album. So. Ah, ich soll noch jemand grüßen. Ich muss kurz schauen. Ah ja, Amir. Der hat mich gefragt, ob ich ihn grüßen kann. Gruß geht auf jeden Fall raus. Danke an den Support. Und dann muss ich sagen, geben wir uns mal hier das Video kurz zusammen. Es ist echt krank, Alter. Was die da angestellt haben. Heftig, heftig. Ich höre einfach krass, also wie ein bebt. Krass. Also am 1.11. kommt sein Album. Wir können gespannt sein auf 2 Monate Promophase ab jetzt. Wie gesagt, also hier steht es nochmal: 18.07.2008 hat er vielleicht angefangen. 18.12.2020. Ja, war's dann. Ja gut, man muss jetzt überlegen, das ist noch ein Jahr. Ich denke mal, so lange wird er noch Touren machen und so. Und ja, dann war es es leider. Krass. Also, ihr könnt euch auf jeden Fall die Box vorbestellen. Krank. Es gibt noch ein gutes zusammengeschnittenes Video, muss ich sagen. Da hat jemand die ganzen Hörproben zusammengeschnitten aus den Insta-Stories. Da könnt ihr mal reinhören. Und ja, ansonsten krass, was die da angestellt haben. Also, krass.